Schizophrenie hat eine tiefgreifende Auswirkung auf Denken, Wahrnehmung, Emotionen und Verhalten. Sie ist in der ICD-10 unter der F20 klassifiziert und hat verschiedene Subtypen. In dieser Störung kann sich die Realität von der eigenen Wahrnehmung stark unterscheiden. Typische Anzeichen umfassen Halluzinationen, also das Erleben nicht existierender Sinneseindrücke und das Festhalten an unrealistischen Überzeugungen, oft als Wahn bezeichnet. Das Denken wirkt dadurch auf andere oft chaotisch und die Fähigkeit, Emotionen zu zeigen, ist begrenzt. Etwa 7 von 1000 Menschen leiden im Laufe ihres Lebens an Schizophrenie, wobei Männer häufiger betroffen sind. Und ein wesentliches, charakteristisches Merkmal der Schizophrenie sind die Stimmen im Kopf. You will die here. No. And all your suffering will have been for nothing. Obwohl diese Stimmen für Betroffenen sehr real wirken, sind sie von anderen nicht hörbar. Diese Stimmen können mit Betroffenen Dialoge führen, Dinge kommentieren, aber auch das Gefühl geben, dass Gedanken von außen kontrolliert werden. Und genau das kann furchtbar beängstigend und belastend sein. Aber woher kommen diese Stimmen eigentlich? In jedem von uns existiert eine innere Stimme, die wir beim Nachdenken wahrnehmen können. Normalerweise hören wir sie aber nicht wirklich, dank eines Regulationsmechanismus im Gehirn. Bei Schizophrenie ist das anders. Das Hören der Stimmen ist keine Einbildung der Betroffenen. Vielmehr zeigen bestimmte Hirnregionen, die für die Verarbeitung von Klangsignalen zuständig sind, tatsächlich Aktivität. Wenn jemand mit Schizophrenie Stimmen hört, reagieren die Sprachzentren im Gehirn, als käme die Stimme von außen. Es ist also so, als würde das Gehirn seine eigenen Gedanken nicht mehr erkennen. Diese Verzerrung der Informationsverarbeitung erzeugt die Illusion, dass eine Stimme oder ein Geräusch von außen stammt, obwohl das in der Wirklichkeit nicht der Fall ist. Doch die Forschung ist sich über die Herkunft dieser Stimmen gar nicht so einig. Zentral ist aber die Frage, warum Betroffene dieser Stimme eine so große Bedeutung zuweisen und warum sie nicht einfach ignoriert werden kann. Fühlt man sich aber etwas in das Störungsbild rein, wird es vermutlich etwas klarer. Personen mit Schizophrenie ist es nicht möglich zu erkennen, dass die Stimmen aus ihrem eigenen Inneren stammen. Das Gefühl, die Stimme selbst zu erzeugen, fehlt komplett. Hinzu kommt, dass das Erscheinen und Verschwinden der Stimmen nicht kontrollierbar ist. Darüber hinaus scheinen diese inneren Stimmen häufig alles über die betroffene Person zu wissen, was zum Eindruck führen kann, dass sie sehr mächtig und allwissend sind. Das führt uns zur Frage, was die Stimmen bei einer Schizophrenie eigentlich sagen und vor allem auch, wie sie es sagen. Kurz gesagt, eine einheitliche Antwort darauf gibt es nicht, aber Interviews mit Betroffenen zeigen, dass diese Stimmen äußerst vielfältig sein können. Sie können einen freundlichen Charakter haben oder auch Bedrohliches vermitteln. Manche ähneln liebevollen Ratschlägen von Eltern, während andere brutale Befehle geben. Neue Therapieansätze fokussieren sich darauf, die Beziehung des Patienten und seiner Stimme zu verändern bzw. zu verbessern. Eine Strategie besteht darin, den Stimmen Namen oder Bezeichnungen zu geben und ihre Macht zu reduzieren. Auch die Uni London hat eine spannende Therapiestudie durchgeführt, durch die Patienten mehr Kontrolle über ihre inneren Stimmen erhalten sollen. In einem Videospiel steuerten Patienten eine Rakete, und zwar mit dem Teil des Gehirns, der für Sprache und menschliche Stimmen verantwortlich ist. Nach dem Training konnte man mittels NRT feststellen, dass die Intensität der inneren Stimme im verantwortlichen Hirnareal tatsächlich reduziert wurde. Die Patienten waren danach in der Lage, ihre innere Stimme besser zu kontrollieren. Die Stichprobe der Studie war sehr klein, doch das vielversprechende Projekt verdient zweifellos weitere Aufmerksamkeit. Und nun teilt doch gerne eure Erfahrungen. Die dialogischen und kommentierenden Stimmen im Kopf sind für Menschen ohne Schizophrenie oft schwer nachvollziehbar. Habt ihr bereits Einblicke von Betroffenen erhalten oder möglicherweise selbst Erfahrungen mit schizophrenen Symptomen gemacht? Dann schreibt es doch gerne mal unten in die Kommentare. So, und das war's von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Und bis dahin, habt eine gute Zeit, macht's gut, haut rein und tschüss.